Rohwarenknappheit bei Lieferengpässen. Qualität sichern. Aus vielen Gründen kommt es bei der Rohwarenbeschaffung zu Lieferengpässen bzw. steigenden Preisen. Dadurch ändern sich kurzfristig die Beschaffungswege und die Wahrscheinlichkeit von Food Fraud rückt näher. Herzlich willkommen zum BS Podcast, Bericht für die Lebensmittelbranche. Mein Name ist Arno Langbein, ich bin Geschäftsführer der BS GmbH. Hierzu gehören BS Digital, der BS Verlag und die BS Akademie. Herr Dr. Norbert Kolb beschreibt in dieser Folge die Gründe für Rohwarenknappheit und wie Sie hierzu präventive Maßnahmen einleiten können. Zusätzlich beschreibt er Ad-hoc-Maßnahmen bei plötzlichen Veränderungen zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit. Herr Dr. Kolb ist beratend unter anderem bei der Worley Naturprodukte tätig. Zusätzlich ist er oft in leitender Funktion Mitglied in deutschen und europäischen Industrieverbänden. Hören Sie nun seine Ausführungen. Die meisten der Gründe, glaube ich, kennen wir inzwischen. Die haben wir selber genug erfahren oder wir erfahren sie jeden Tag. Aber nichtsdestotrotz, ich denke für uns, ich komme ja auch aus dem QS-Bereich, bin aber eben auch Berater für die Lebensmittelindustrie, dass man sagt, na gut, Flexibilität, ja, aber Lebensmittelunsicherheit, nein. Also bei aller Flexibilität, bei allen Ad-hoc-Maßnahmen, die ich ergreifen muss, aber Lebensmittelunsicherheit kann ich mir nicht leisten, darf ich auch nicht machen. Kennen Sie ja selber, Basisverordnung, die Verordnung 178. Ich darf auch unsichere Lebensmittel nicht in den Verkehr bringen. Und da spielen die Gründe überhaupt keine Rolle. Ne? Wenn Sie dann ein Produkt nicht bekommen, dann haben Sie es eben nicht. Und dann können Sie nicht sagen, naja gut, dann habe ich so ein halbkonformes Produkt, wird schon keiner merken. Nee, um Gottes Willen, das machen wir nicht, das wollen wir auch nicht machen. Und deswegen eben auch dieses Seminar, also heute und dann im Juli, um eben, wie kann ich sowas frühzeitig erkennen, wie kann ich frühzeitig eingreifen, steuern, darum geht es uns, damit es trotz Flexibilität, die ich brauche, nicht zu einer Lebensmittelunsicherheit kommt. Das ist eigentlich das Ziel dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen Veranstaltung. Also Gründe für Rohwarenknappheit, Klimaveränderungen, Naturkatastrophen, das haben wir seit Jahren. Ne? Vor ein paar Jahren beispielsweise sind auf den Philippinen ist ein Taifun rübergezogen, hat fast die ganze Ernte an Kokos und Bananen vernichtet. Und Sie können sich ja vorstellen, wie lange dauert das wieder, bis da die Kokospalmen groß werden, um Früchte zu tragen. Bei den Bananenpflanzen geht es ein bisschen schneller. Da fällt natürlich dann plötzlich so ein Land aus. Da würde man sagen, naja Gott, Philippinen, dann kaufe ich halt die Kokos aus Sri Lanka und so etwas. Natürlich können Sie das machen. Und das werden sie auch tun. Ne? Aber Sri Lanka ist eine Insel, ist auch nicht unendlich groß. Ne? Und die Kokosernte wird dort nicht oder kann nicht größer werden, nur weil in einem anderen Teil der Welt die Ernte ausgefallen ist. Ne? Also das ist zwar immer gut und schön, wenn man Alternativen hat. Ja, aber können die Alternativen auch die Mengen herbringen, die ich jetzt plötzlich brauche? Ne? Passt das überhaupt? Passt das von den Erntezeiten und? Das ist schon mal der Einfluss der Naturkatastrophen und das wissen wir selber. Das wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiter begleiten. Ne? In welchem Ausmaß hängt letzten Endes ja von uns selbst auch noch ab. Ne? Klimaveränderungen gehören ja auch da mit dazu. Klimaveränderungen führen dann mitunter auch zu Naturkatastrophen, wie eben verstärkt Wirbelstürme etc., Taifune und so etwas. Ne? Also damit müssen wir uns beschäftigen. Ne? Das ist nicht ad hoc, sondern das haben wir eigentlich permanent jetzt. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Natürlich kommt dann zwangsläufig auch, wenn irgendetwas knapp wird, wird spekuliert um Preise. Ne? Das sehen wir an unserem täglichen Leben ja auch. Ne? Da sind viele Spekulationsobjekte ganz einfach dabei. Ne? Man hält vielleicht ganz bewusst auch Rohwaren erstmal zurück, weil man weiß, die sind knapp und ich habe jetzt noch ein paar Tönnchen irgendwo, die halte ich mir jetzt erstmal schön auf Lager, die werde ich erstmal schön zu hohen Preisen weiterverkaufen. Ne? Und ich reduziere quasi die Verfügbarkeit, weil ich weiß, ich kann hohe Preise erzielen. Ne?
Das muss man wissen. Das sind auch Einflussfaktoren, die sind da. Ne? Ja, und dann natürlich die unangenehmen Geschichten eben oder auch noch unangenehme Geschichten wie politische Veränderungen, Kriege, Ukraine als nur ein Herd, vielleicht von anderen auch, wenn sie die aktuellen Ereignisse in Sri Lanka sich angucken. Das wird auch nicht besser. Ich bin in Sri Lanka auch aktiv in Beratungstätigkeit und ich kenne auch so ein bisschen die Regierungsentscheidungen in Sri Lanka. Dieses Land schließt sehr schnell seine Grenzen, auch seine Exportmengen, um zu sagen, ich werde jetzt weiter erstmal nicht exportieren, um die Bevölkerung selbst mit den Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Ja. Also es geht jetzt nichts raus. Ja, dann haben sie schon wieder ein Herd oder ein Land, wo sie keine Rohwaren bekommen oder keine Produkte bekommen. Und Sri Lanka produziert nicht nur Rohwaren, Sri Lanka produziert Fertigwaren, die dann bei uns im Regal stehen, im Supermarkt. Ne. Also politische Veränderungen, das muss man wissen, die muss man im Blickpunkt haben. Ne. Auch wir von der QS vielleicht, aber natürlich der Einkauf ganz an vorderster Stelle. Ne. Und dann haben sie natürlich die ganzen logistischen Probleme, die auch vielleicht wieder zusammenhängen, eben mit politischen Veränderungen. Sie kriegen keinen Container, die Schiffe liegen, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Schiffen zurzeit vor Shanghai liegen, weil eben in China die Null-Covid-Strategie gefahren wird. Das heißt also, die können nicht beladen werden, die warten dann. Die fehlen ihnen die Schiffe, es fehlen ihnen die Container. Ja, und selbst so ein merkwürdiger Sonderfall, Waren können auf Paletten, auf neue Paletten nicht verladen werden, weil Paletten nicht hergestellt werden können, weil die Nägel für diese Paletten in Russland produziert werden und da ist ein Embargo. Die kommen nicht ran an diese Nägel. Gibt sicherlich an anderer Stelle der Welt dann natürlich noch Nägel. Aber Sie sehen, plötzlich kommen solche logistischen Probleme, spielen plötzlich auch eine Rolle. Die Ware wäre da, aber sie kann nicht transportiert werden oder kommt nicht termingerecht hier an und so weiter und so fort. Also ein Haufen von Einflussfaktoren, über die man sich im Unternehmen einfach klar sein muss. Und da muss ich Alternativen zur Verfügung haben, da muss ich was tun. Ne? Und ich habe Ihnen hier so ein Beispiel erwähnt, nur das, was wir inzwischen ja alle kennen oder gehört haben, eben dieser Ausfall der Weizenexporte aus der Ukraine. Zum einen ist die EU nicht in der Lage, diesen Import schnell zu regeln, weil die gesetzlichen Grundlagen nicht da sind. Man möchte es nicht glauben, dass das ist, aber es ist so. Ich weiß, wie in Brüssel gearbeitet wird. Und zum anderen, die Deutsche Bahn ist nicht in der Lage, die genügend Züge oder Transportmittel zur Verfügung zu stellen, weil natürlich in der Ukraine ist ein anderes Gleissystem, also ein Abstand der Spuren als bei uns in Europa. Aber das war in der Vergangenheit auch schon so der Fall. Ne? Und es hat trotzdem hinbekommt und dann verstehe ich nicht, wieso die Deutsche Bahn das nicht ad hoc schnell hinkriegt. Und wenn Sie dann solche Meldungen lesen, dass die USA wohl imstande sind, den Weizen zu transportieren, also aus der Ukraine raus nach Deutschland oder in die EU rein, dann frage ich mich, wie machen die das, was wir selber nicht können, ne? Und so weiter und so fort. Und dann kommt noch dazu, dass Indien seinen Export von Weizen gestoppt hat. Ne? Indien ist einer der größten Weizenproduzenten weltweit. Das heißt also, die Verfügbarkeit reduziert sich noch weiter. Der ukrainische Weizen ist nicht da, ist nicht verfügbar. Der indische Weizen fällt auch aus. Ja, was bleibt denn dann über? Ne? Wer kommt denn dann? Wer springt denn dann ein? Wo haben wir noch Lieferquellen? Ne? Dass das natürlich zu Preissteigerungen führt, unweigerlich, ja, ist gar nicht zu vermeiden. Ne? Führt auch zu Spekulationen, kann ich Ihnen nur so mit auf den Weg geben. Ne? Ja, und wie erkenne ich also solche Veränderungen, die nicht nur ad hoc sind, sondern die seit Jahren zum Teil auch schon bestehen? Na, erstmal, ich muss mir über die Warenströme generell, wirklich komplette Warenströme, die komplette Supply Chain, die muss ich kennen für meine Produkte. Ich muss wissen, wo kommt es her? Wie ist überhaupt der Warenstrom? Wie geht das vom Produzenten zu einem Zwischenlager? In welchen Hafen wird das dann verladen? Habe ich da Alternativen unter Umständen? Warum liegt das 3 Wochen im Hafen? Ja, weil die nicht abfertigen, weil die aufgrund von Covid auch Personalengpass haben oder sowas ist. Ne? Dann, ich muss natürlich die Preise und die Preisentwicklungen kennen. Gut.
Das kennt sicherlich der Einkauf. Aber trotzdem auch da einfach die Kenntnis, so etwas, so einen Markt beobachten, ne? Brauche ich eigentlich einem Einkäufer nicht zu sagen. Ne? Ich muss die Kenntnis der Situation in den Ursprungsländern haben. Also nicht nur, dass ich den Kontakt zu meinen Lieferanten habe, sondern ich muss wissen, was tut sich da auch, politisch gesehen auch. Ne? Wer macht da gerade unter Umständen Schwierigkeiten? Ne? Das heißt, ich muss mich einfach mit meinen Lieferländern, mit meinen Ursprungsländern auseinandersetzen. Ne? Das ist zeitintensiv. Ne? Das ist mehr als nur jetzt einen Kontrakt schließen und Waren von A nach B bringen. Ne? Ich muss Zeit haben, mich mit den Ursprungsländern zu beschäftigen. Die brauche ich ja. Ne? Also eben die Kenntnis der gesamten Supply Chain, einschließlich eben auch Logistik. Vergessen Sie nicht die Logistik. Ne? Nicht, dass es da wieder hängt und Sie haben zwar Ware, aber Sie kriegen sie irgendwie nicht raus oder Sie kriegen sie nicht weiter transportiert oder. Ne? Auch da, das wäre, auch damit muss man sich einfach beschäftigen. Ne? Und natürlich auch generell natürlich die Kenntnis, wie sicher ist eigentlich mein Lieferant, wie zuverlässig ist mein Lieferant, kann der mich vielleicht sogar auch betrügen, macht er das, will er das, hat er dann Vorteil und so weiter und so fort. Ne? Also auch so wieder diese Denke im Sinne von Gefahrenanalyse, Risikobewertung, ne? Also diese Anti-Food-Fraud-Strategie natürlich, Verwundbarkeitsanalyse ist hier das Stichwort. Ne? Auch das werden wir im Seminar dann natürlich ansprechen. Ne? Und ja, generell eben die Kenntnisse der Märkte. Ne? Und ja, dann was hier so in dieser, was hier eben auch noch steht, ja, wer macht das in Ihrem Unternehmen und wer kann das? Ne? Und dass das alleine diese sechs Einflussfaktoren oder diese sechs Kriterien, das kann nicht eine Person machen. Ne? Das heißt also, das muss ein gutes Zusammenspiel sein zwischen sicherlich QS, aber eben auch Einkauf, Logistik, Produktion, aber eben auch verkaufseitig. Ne? Ich muss ja unter Umständen meine Kunden informieren, wenn ich ein bestimmtes Produkt nicht mehr verkaufen kann oder nicht herstellen kann, weil ich die Rohware nicht bekomme. Ne? Also auch das gute Zusammenspiel eben nach außen ist extrem wichtig. Ne? Und das Ganze immer, denken wir dran, Lebensmittelsicherheit muss immer gegeben sein. Ne? Da gibt es keine Frage, da gibt es auch keine Kompromisse. Eine kurze Unterbrechung. Die Lieferengpässe und plötzlich geänderte Wege in der Supply Chain werden die Lebensmittelbranche noch mehr beschäftigen. Wie Sie die benötigte hohe Qualität Ihrer Rohwaren sicherstellen, erfahren Sie am 13. Juli auf dem Online-Seminar Premium Sichere Rohwarenbeschaffung in Zeiten von Lieferengpässen. Foodford vorbeugen, Beschaffung sicherstellen. Nach diesem Online-Seminar werden Sie unter anderem Gefahren und Risiken bei Abweichungen in der Rohwarenbeschaffung reduzieren und bei plötzlichem Lieferantenwechsel die geforderte Qualität sicherstellen. Zusätzlich beantworten Ihnen die Referenten vor oder nach dem Seminar in persönlichen Telefonaten alle Ihre individuellen Fragen. Für weitere Informationen gehen Sie hierfür bitte im Bärshop auf die Seite www.beers.de/7484 oder senden eine E-Mail an akademie@beers.de. Und nun geht es weiter mit den Ausführungen von Herrn Kolb. Ja, was wären denn dann so die ersten Maßnahmen, wenn ich jetzt so wirklich etwas völlig Neues, einer völlig neuen Situation gegenüberstehe? Was wären so die ersten Maßnahmen? Naja, wichtig wäre dann natürlich, dass Sie erstmal Zugriff auf einen, nennen wir es mal Pool, von sicheren Lieferanten bereits haben, ne? Also im Petto schon haben. Ne? Die sind bekannt, die sind vielleicht auch schon auditiert, die sind bewertet. Ne? Dass man sagt, ich habe nicht nur für ein Produkt einen Lieferant, sondern ich habe einen Pool von Lieferanten, den ich natürlich auch gelegentlich mal konsultiere. Das nützt natürlich nichts, wenn Sie da zwar sagen, ja, ich habe toll 5 weitere Lieferanten, die können das, aber ich habe die bisher nie konsultiert. Ja, ist ja auch die Frage, ob die Sie dann jetzt in Ihrer Notsituation dann überhaupt auch noch beliefern können oder wollen. Ne? Sie haben gesagt, ja, jahrelang wolltest du mich nicht haben als Lieferant, weil der Mitbewerber offensichtlich günstiger ist und jetzt in Notzeiten, jetzt wäre ich gut genug. So, jetzt mag ich nicht. Ne? Also,
Das ist auch wieder so, ne? Wie gut sind die Kontakte dann zu Ihrem Lieferanten, von diesen Lieferanten, die Sie vielleicht im Pool irgendwo halten, ne? Sie werden Spotkäufe tätigen. Ja, dagegen ist auch grundsätzlich nichts einzuwenden, ne? Sie müssen sich halt nur im Klaren sein, was für ein Risiko besteht da, ne, bei diesen Spotkäufen von Lieferanten oder von Tradern, die Sie nicht kennen und so etwas, ne? Eigentlich kennen Sie gar nichts in der Regel, ne? Vielleicht haben Sie schon mal bei denen irgendwie gekauft, ne? Aber wie zuverlässig ist das Ganze? Wie sicher ist dieses Produkt? Können Sie sich da wirklich drauf verlassen, dass Sie die Ware auch bekommen, ne? Also Spotkäufe, grundsätzlich natürlich eine ganz normale tägliche Sache, aber Sie müssen sich eben im Klaren sein darüber, da könnte ein Risiko bestehen. Das müssen Sie erstmal ermitteln, ne? Und dann letzten Endes steuert das ja wieder ihre Wareneingangskontrolle generell ihre Kontrollen. Ne? Es könnte natürlich auch dazu führen, dass man sagt, okay, ich habe keinen Pool von Lieferanten, das Risiko ist mir auch bei Spotkäufen zu hoch, also ich verzichte jetzt lieber mal für eine Zeit lang auf bestimmte Rohwaren, weil mir das Ganze zu unsicher ist, oder ich habe alternative Rohwaren ja zur Verfügung. Ja, ist ja gut und schön, aber sind die Alternativen, passen die auch zu ihrer Geschäftstätigkeit mit ihren Kunden? Unter Umständen ist da eine Rezepturänderung erforderlich, wenn das überhaupt möglich ist. Also ich spinne jetzt mal, also angenommen, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, die Bananen aus den Philippinen fallen aus anderen Ländern kriegen sie auch keine. Und dann sagen, na gut, dann packen wir halt Birnen rein statt Banane, ne, in meine Müsli-Mischung zum Beispiel. Ja, so einfach geht das nicht, Steve. Die Etiketten sind bereits gedruckt, da steht drauf Banane, ne? Und im Bio-Bereich geht es dann auch nicht, dass ich sage, naja gut, die Bio-Banane kriege ich jetzt nicht, dann setze ich halt konventionelle ein. Das wissen Sie ganz genau, 51% oder 59% waren es ja sogar, die sind biozertifiziert. Dann wissen Sie, das geht nicht so einfach. Ich kann nicht einfach eine konventionelle Banane dort einsetzen, wenn es ja noch Bio-Waren an anderer Stelle auf dieser Welt gibt, ne? Also so einfach ist das dann eben auch nicht, ne? Also in jedem Fall ist es natürlich notwendig, dass man das Ganze mit seinen Kunden eben entsprechend auch abstimmt, ne? Und Verzicht auf Rohware ist eben auch nicht, ja, unbedingt eine Alternative, aber kann gelegentlich dazu führen. Wir haben das in dem Haus, in dem ich gearbeitet habe, auch mal durchgeführt. Da waren noch gar keine, ja, kann man sagen, Krisenszenarien, aber trotzdem die Lebensmittelsicherheit konnte nicht dargestellt werden. Und dann waren ein bestimmtes Produkt von einem bestimmten Land, waren einfach in einer nicht sicheren, lebensmittelsicheren Qualität verfügbar. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt anfangen, unsere Wareneingangskontrolle extrem hochzufahren, also dass wir fast schon jedes Kilo hätten prüfen müssen, dann haben wir gesagt, dann verzichten wir auf diese Rohware lieber. Dann haben wir unseren Kunden das auch mitgeteilt. Dann haben wir gesagt, okay, aufgrund unserer Risikoeinschätzung dieses Rohstoffes, das halten wir für derartig unsicher, dass wir ehrlich gesagt Ihnen dieses Produkt jetzt nicht mehr anbieten wollen, ne? Weil uns das zu riskant erscheint. Und ich habe keinen der Kunden gehört, die dann gesagt haben, um Gottes Willen, wir brauchen die Ware doch. Natürlich brauchen sie die Ware, aber die haben gesagt, dann lieber nicht diesen Rohstoff, als dass wir irgendeine Unsicherheit uns ins Haus holen und wir vielleicht am Ende einen Warenrückruf haben, ne? Nur weil irgendwie eine Zutat nicht in Ordnung war, ne? Also Sie sehen, ne, das sind Themen, die sind nicht unbedingt gerade so brandaktuell. Das sind eigentlich Dauerthemen, wenn man so will, ne? Und das Entscheidende ist eben, was hier eben auch in steht, wer kümmert sich im Unternehmen um diese Dinge, um diese, ja, eigentlich zu berechnenden Einschläge, ne? Macht das der Einkauf alleine? Macht das der Einkauf zusammen mit der Qualitätssicherung, mit der Quality Assurance, oder mit wem macht er das, ne? Kann er das? Ist er personell auch gut dazu aufgestellt? Wir haben ja auch gehört, die meisten der heutigen Teilnehmer sind IFS-zertifiziert, ne? Ja, einer der Bestandteile des IFS ist Ressourcenmanagement, ne? Es müssen ausreichend genügend Ressourcen zur Verfügung stehen und nicht nur in Produkt,
auf Produktseite auch personelle Ressourcen müssen zur Verfügung stellen. Und die Leute müssen, auf Deutsch gesagt, qualifiziert sein. Sie müssen sich diesen Aufgaben, die ich Ihnen hier oben mal so ganz plakativ angeschlagen habe, die müssen die durchführen können. Ne? Es ist auch wieder eine Anforderung der Standards. Also ist auch nicht so nur so jetzt ganz ad hoc, sondern das ist eine generelle Anforderung auch der Standards eben. Ne? Und was wären dann so die Maßnahmen zur Gewährleistung eben der Lebensmittelkonformität und Sicherheit? Ja, natürlich, das erstmal natürlich, wir müssen unabhängig von den Situationen, in der wir gerade leben, wir müssen alle lebensmittelrechtlichen Anforderungen einhalten. Da führt kein Weg dran vorbei. Ne? Wir müssen eben die berühmte Basisverordnung, die Abgrenzung von sicheren zu unsicheren Lebensmitteln. Na, natürlich auch die Pflanzenschutzmittelhöchstmengenverordnung, die Kontaminantenverordnung. Das ist ja hier nur und im Biobereich natürlich die Bioverordnung. Das müssen wir alles beachten weiterhin. Natürlich gibt es Ausnahmeregelungen. Ja, das ist auch richtig so. Die werden auch in Brüssel gerade aktiv erstellt, also weil es eben Engpässe gibt, weil man das weiß. Es wird bestimmte Ausnahmeregelungen geben und es gibt auch schon einige, auch im Biobereich sind entsprechend schon Ausnahmeregelungen erlassen. Aber die muss man auch kennen. Auch wieder die Frage, wer macht das im Unternehmen? Wer weiß das? Wo kriege ich diese Informationen her, dass es eine Ausnahmeregelung gibt, ne? Die ich ja dann unter Umständen anwenden kann, um die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Ne? Oder Anträge auf Ausnahmeregelungen. Wo kann ich das stellen? Wer hilft mir dabei? Ne? Bin ich Mitglied in Verbände, die mir vielleicht bei solchen Fragestellen dann auch unter die Arme greifen können? Ne? Wo stelle ich einen solchen Antrag? Auf welcher Rechtsbasis kann ich überhaupt einen solchen Ausnahmeantrag stellen? Und so weiter und so fort. Ne? Das sind so mal die lebensmittelrechtlichen Anforderungen, die ich eben einfach beachten muss, die ich aber auch natürlich in Tüttelchen ausnutzen kann. Wenn es Ausnahmeregelungen gibt, dann gibt es sie und dann dürfen Sie sie natürlich auch verwenden. Das ist ja klar. Ne? Grundsätzlich natürlich, dass unabhängig von allen natürlich nach wie vor Rohwaren eben entsprechend überwacht werden müssen. Das gilt natürlich auch für Spotkäufe. Ja, und das kann bei Spotkäufen natürlich dazu führen, dass Sie Ihre Wareneingangskontrolle unter Umständen intensiver betreiben müssen, wenn Ihnen das Risiko, wenn Ihnen die Gefahrenanalyse, Risikobewertung das so ergibt, dass man sagt, ich habe hier einen Teil, den kann ich jetzt erstmal nicht bewerten, was mache ich denn? Ja, dann muss ich unter Umständen erstmal meine Wareneingangskontrolle intensivieren. Ich muss sie nach oben fahren, alleine schon, um auch Datenmaterial zu erhalten, das ich dann später wieder für die Risikobewertung auch verwenden kann. Ne? Also das heißt natürlich dann auch ein Budget. Ne? Also nicht nur, dass die Rohwaren teuer werden, die werden auch unter Umständen ihren Kontrollaufwand erhöhen müssen. Ne? Und ja, last but not least, das Ganze endet dann eben auch dazu, dass Sie Ihre bestehenden Gefahrenanalysen, Risikobewertungen natürlich entsprechend updaten müssen. Ne? Da kann man dann eben nicht warten, so nach dem Motto, ja, haben wir ja für den Dezember geplant. Ne? Und jetzt mache ich aber erstmal nichts, weil jetzt muss ich mich ja mit so viel tausend anderen Sachen beschäftigen. Denken Sie bitte dran, Ihre Gefahrenanalyse und Risikobewertung, das sind dynamische Systeme, die müssen Sie updaten, wenn Sie solche gravierenden Änderungen haben. Das fordern auch die Standards. Ne? Denken Sie an die Updates. Ne? Natürlich auch an die Updates Ihrer internen Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen und so etwas. Schulungen, das gehört alles mit in diesen Kontext mit rein. Ne? Und ja, klar, die Lieferanten müssen sie überwachen, sie müssen sie bewerten. Ja, natürlich auch die neuen, das ist klar. Und dann, sie haben natürlich immer die Möglichkeit, selber zu entscheiden, welche Kriterien spielen eine Rolle. Ne? Also welche Verfahren, welche Methoden nehme ich an? Ich kann vielleicht nicht jetzt überall hinreisen, um ein Audit durchzuführen, aber dann suche ich mir vielleicht mal die Möglichkeit, kann der mir vorab Muster schicken, mein neuer Lieferant oder mein Lieferant aus diesem Pool, den ich habe. Statt zusätzlich zu den Vorabmustern kann er mir vielleicht auch eine Fotodokumentation, Bilder, Videos schicken,
das ist ja heutzutage, die technischen Möglichkeiten sind ja alle da. Ne? Das ist auch kein Hexenwerk mehr. Ne? Also, auch da kann man kreativ sein und sagen, okay, ich kenne den Lieferanten noch nicht, ich kann jetzt nicht hinfahren, aber ich beschaffe mir so viel wie möglich Informationen über das Produkt, über die Tätigkeiten des Lieferanten und so weiter und so fort. Ne? Und dann baue ich eben meine eigene Eingangskontrolle daraufhin auf. Ich kann ja auch jetzt wieder reisen. Covid ist ja zumindest ist noch nicht ganz zu Ende, aber es wird jetzt auch wieder leichter zu reisen. Ich war vor ein paar Wochen in Thailand und habe dort ein Audit durchgeführt. Ich werde jetzt in 2 Wochen nach Mexiko fahren, um dort ein Audit durchzuführen. Es geht also wieder, man kann also wieder reisen. Und die Lieferanten, sie legen dann auch fest, wie häufig bewerte ich denn so oder überwache ich denn meine Maßnahmen. Ne? Da in der Gestaltung sind sie ja wirklich frei. Das Ganze basiert, wie gesagt, auf Gefahrenanalyse, Risikobewertungen. Das sind ihre QS-Instrumente, die sie haben. Ne? Naja, und wie können sie Haftungsrisiken ausschließen? Ja, indem sie sich natürlich mit diesen Lieferanten vertraglich alles absichern, ne? Welche Qualität, welche Spezifikation gilt, welche Eingangskontrollen oder Ausgangskontrollen soll er durchführen, welche Eingangskontrolle machen wir. Das dient einfach dazu, vielleicht gewisse Risiken auszuschließen, weil ich sie halt einfach stärker kenne. Ne? Und dann natürlich das generelle Thema, was immer Kaufleute gerne bringen, ist das jetzt Force Majeure, wenn ich jetzt plötzlich die Bananen aus den Philippinen nicht mehr bekommen. Nein, das ist natürlich kein Force Majeure. Oder wenn ich den Weizen aus der Ukraine nicht bekomme. Nein, das ist kein Force Majeure, weil sie andere Quellen auch noch haben, ne? Wenn auch in geringerem Maße. Ne? Aber es ist kein Force Majeure. Force Majeure wäre dann, wenn also wirklich gar nichts mehr auf der Welt verfügbar ist, also dieses Produkt. Ne? Dann ja. Ne? Aber Force Majeure brauchen sie ja dann, um aus bestehenden Verträgen rauszukommen, ne? Ohne dass man ihnen dort Nachteile kreieren kann oder geben kann. Ne? Also Haftungsrisiken ausschließen gehört auch mit dazu. Müssen sich auch die Einkäufer natürlich befassen und vielleicht auch Kollegen aus der Rechtsabteilung. Ne? Und natürlich, ja, last but not least, wer macht das alles, dieses ganze Konglomerat an Anforderungen, wer macht das in Ihrem Unternehmen? Wie gesagt, der Einkauf zusammen mit Ihnen aus der QS oder nur der Einkauf alleine, ja, kann er das alles alleine machen? Braucht er Hilfe von intern, Hilfe von außen und? Muss man das vielleicht mit der Geschäftsführung abstimmen? Würde ich auf alle Fälle raten, dass man so etwas mit der Geschäftsführung eben auch abstimmt, damit es in allen Krisenzeiten wenigstens von der Organisationsseite her gut läuft und man nicht da auch noch interne Probleme hat. Ne? Ja, wie gesagt, das ist das, was ich Ihnen jetzt heute so ganz auf die Schnelle sagen wollte und was wir natürlich dann am 13. Juli im Detail mit den Kollegen, mit Frau Dr. Dohmeier und mit Herrn Warburg besprechen wollen. Ne? Ja, und das war es erstmal von meiner Seite. Sie hörten die ersten Maßnahmen. Im Online-Seminar Premium sichere Rohwarenbeschaffung in Zeiten von Lieferengpässen am 13. Juli 2022 erfahren Sie ausführlich im Detail, wie Sie Foodfraud vorbeugen und die Beschaffung qualitativ hochwertiger Ware sicherstellen. Für Informationen zu dem Online-Seminar schauen Sie bitte im Bärshop unter www.bears.de/7484. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie gesund, Ihr Arno Langbehn.